Ihr erinnert euch doch sicher noch an den mysteriösen Entführer mit der Soft Air. Ihr wisst schon, der maskierte Mann, der Martin gezwungen hat, Star Tropics vorzustellen. Martin hatte ihn als irren Traum abgetan. Wer sollte ihn auch entführen? Wieso sollte ihn jemand zwingen, Star Tropics vorzustellen? Nein, das war nur ein Traum. Eine verrückte Geschichte, die sich sein Unterbewusstsein ausgedacht hatte, das redete sich Martin immer wieder ein. Und wie zur Bestätigung legte sein Unterbewusstsein noch einen nach. Weniger Zelda spielen. Link's Awakening für den guten alten Gameboy, für mich immer noch mit der beste Teil der gesamten Reihe. Er bietet wirklich alles, was Zelda ausmacht. Eine große Oberwelt, verzwickte Dungeons, knifflige Rätsel, spannende Bosskämpfe, jede Menge Sidequests und das alles im Hosentaschenformat. Nach Zelda 1, 2 und der Link to the Past ist Link's Awakening der vierte Teil der Serie. Aber der erste, der auf einem portablen System erschienen ist. Verständlich also, dass im Vorfeld so ein bisschen Skepsis herrschte, ob ein großes Abenteuer wie Zelda auf dem kleinen Gameboy funktionieren kann. Nun, mit dem Release 1993 bewies Nintendo den Zweiflern einmal mehr, dass sie ihr Handwerk gottverdammt nochmal verstehen. Tatsächlich ist Link's Awakening für viele Fans immer noch mit das beste Zelda. Auch für mich. Wie ich schon sagte, es bietet alles, was Zelda ausmacht. Aber Nintendo hat diese Elemente nicht einfach nur übernommen. Sie haben sie vollendet. Nehmen wir zum Beispiel die Dungeons. Zumindest für meinen Geschmack sind sie eine ganze Stufe besser als in A Link to the Past. Nichts gegen den SNES-Klassiker. Aber bei Link's Awakening habe ich das Gefühl, dass in jedem Raum eine kleine Herausforderung gemeistert werden will. In A Link to the Past, nun sagen wir, es gab hin und wieder etwas Leerlauf. Aber das soll natürlich nicht heißen, dass Link's Awakening nicht von den vielen guten Einfällen des Vorgängers profitiert. Gott bewahre, zahlreiche Ideen wurden übernommen, sei es das Grundkonzept der Dungeons mit Karte, Kompass und Masterschlüssel oder Items wie die Pegasusstiefel und der Enterhaken. Und selbst die aggressiven Hühner sind wieder da. Doch für jeden übernommenen Aspekt hat Nintendo neue Ideen ergänzt. Der Kompass sorgt nun beispielsweise für ein akustisches Signal, das einen versteckten Schlüssel signalisiert. Wichtige Hinweise kann man nun erst entschlüsseln, wenn man ein fehlendes Stück der Tafel findet. Und per Telefon kann man sich jederzeit Tipps holen, wo es als nächstes hingeht. Auch die Federn, das einzig neue Item, beweist sich als äußerst nützlich. Mit ihr kann man springen und, besonders cool, in Kombination mit den Pegasus-Stiefeln auch große Abgründe überwinden. Man kann also wirklich nicht sagen, dass es an frischen Ideen gemangelt hätte. Eiji Aonuma sagte sogar einst in einem Interview, dass Ocarina of Time ganz anders gewesen wäre, wenn Link's Awakening nicht erschienen sei. Wir können natürlich nur darüber spekulieren, was das heißt, aber zwei Aspekte hat Ocarina of Time auf jeden Fall von Link's Awakening übernommen. Zum einen wäre da das Angeln. Natürlich verbinden die meisten vor allem das N64-Meisterwerk mit dem spaßigen Fischfang. Aber tatsächlich warf Link bereits 5 Jahre zuvor auf dem Game Boy erstmals die Angel aus. Auch die Tauschgeschäfte wurden in Link's Awakening eingeführt. Und ihr erinnert euch doch sicher noch alle an die große Nebenquest in Ocarina of Time. Am Ende bekam er das Bigoron-Schwert, eine edle Klinge, gegen die selbst das Master-Schwert einstecken konnte. Etwas Ähnliches gibt es in Link's Awakening übrigens auch. In der Spielwelt sind 26 magische Muscheln versteckt. Findet man 20, bekommt man das Level 2-Schwert. Das macht doppelt so viel Schaden und schießt bei voller Energie mit Projektilen.
Auch neben den obligatorischen Herzteilen gibt es in Link's Awakening also einiges abseits des Weges zu entdecken. Übrigens, wo wir gerade schon so tief in der Materie stecken, die magischen Muscheln tauchten später in Minish Cap wieder auf. Genau wie einige Songs oder diese Rüstungen hier. Man kann also durchaus sagen, dass Link's Awakening mehr ist als nur ein gelungener Ableger. Es hat die Serie vorangetrieben. Aber dennoch, es ist kein typisches Zelda. Das äußert sich vor allem an der Story. Ich meine, zum ersten Mal musste nicht die holde Prinzessin Zelda oder das Königreich Hyrule aus den Klauen des finsteren Ganon befreit werden. Nein, tatsächlich spielen weder Zelda, Hyrule noch Ganon überhaupt eine Rolle in der Story. Link erleidet auf stürmischer See Schiffbruch und strandet auf der einsamen Insel Kokolint, wo er von einem einheimischen Mädchen gerettet wird. Ihr Name ist Marin. Um die Insel wieder verlassen zu können, muss Link den Windfisch wecken. Dafür braucht er allerdings 8 magische Musikinstrumente, die natürlich in finsteren Dungeons versteckt wurden. Das hört sich im ersten Moment relativ flach an. Doch im Laufe des Abenteuers deutet sich an, dass die gesamte Insel nur ein Traum des Windfischs sein könnte. Im Klartext heißt das, dass ganz Kokolint mit all seinen Bewohnern verschwinden könnte, wenn Link den Windfisch weckt. Das ist besonders deshalb interessant, weil das Spiel andeutet, dass es zwischen Link und Marin funkt. Das Spiel wirft also gar eine Existenzfrage auf, wenn auch sehr oberflächlich, und das lange vor Final Fantasy X. Aber das soll nicht heißen, dass die Stimmung des Spiels ernst, depressiv oder dergleichen wird. Nein, nein, ganz im Gegenteil. Link's Awakening bietet eher eine lockere Atmosphäre. Allein schon durch zahlreiche Cameo-Auftritte aus dem Mario-Universum. Da hätten wir etwa eine Yoshi-Puppe, ein Bild von Prinzessin Peach oder gar Goombas. Man kann sogar auf sie draufhüpfen. Was bei den ganzen Mario-Auftritten aber oft vergessen wird, dass auch Dr. Wright aus SimCity seinen Auftritt hat. Hey, sogar sein Theme läuft im Hintergrund. Aber auch abseits der Cameo-Auftritte strotzt Link's Awakening vor Humor. Wer hat das Spiel übersetzt? War ja klar. In der Neuauflage wurden diese Dialoge allerdings gestrichen. Ja, es gibt eine Neuauflage. 1998 erschien Link's Awakening DX für den Game Boy Color. Die größte Neuerung? Nun, es war in Farbe. Hätte das gedacht. Außerdem gab es ein neues Dungeon, das Color Dungeon, und einen Fotografen, der an bestimmten Stellen im Spiel ein Foto von Link machte, das man sogar mit dem Game Boy Drucker ausdrucken konnte. Aber bei Puristen ist Link's Awakening DX nicht sonderlich beliebt. Das liegt eben an diesen Zensuren. Neben der entschärften Übersetzung gibt es dann noch 2 weitere Knackpunkte. Im Zoodorf trifft man auf eine Krokodilsdame, die für einen Künstler verschämt posiert. Alle diese lustigen Posen wurden in der DX-Version gestrichen. Sie steht einfach nur da. Auch die Meerjungfrau, die im Original ihren Bikini vermisst, sucht nun eine Perlenkette. Und damit sind natürlich auch alle Folgewitze gestrichen. Diese beiden Punkte waren in der amerikanischen Originalversion allerdings von vornherein zensiert. Und nur weil man DX nun nicht mehr von der japanischen, sondern eben von der amerikanischen Version übersetzt hat, fehlen diese Dinge auch in der europäischen Version. Sachen gibt's. Seine Gottheit Mois hat sich übrigens noch auf andere Art und Weise verewigt. Wenn man im Titelbildschirm seinen Namen eingibt, dann erklingt eine eigens komponierte Melodie. Klappt allerdings auch nur in der Originalversion. Trotzdem, wer über die kleinen Zensuren hinwegsehen kann, der kann auch beherzt zur DX-Version greifen. Es macht eigentlich keinen Unterschied. Das Spiel ist so oder so großartig. Daher kann ich auch nur raten, es nachzuholen, falls ihr es bislang verpasst haben solltet. Link's Awakening findet man gebraucht zum kleinen Preis und erscheint zudem bald für die Virtual Console auf dem 3DS. Man darf also gespannt sein, inwieweit es erneut Änderungen geben wird. Vielleicht trägt Link jetzt einen Keuschheitsgürtel. Wir werden es sehen. So, das war's für diese Ausgabe. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns wieder. Entschuldigt mich kurz. Ein Paket für Martin? Ja, das bin ich. Von wem ist es denn? Steht kein Absender drauf. Ist ja seltsam. Was da wohl drin ist?
Eine sehr gute Frage. Aber das ist eine andere Geschichte und soll ein anderes Mal erzählt werden. Beim nächsten Mal.